Guten Abend, liebe Bewohner. Es ist Dienstag, der 2. April 2024, 1936, hier auf Isla Nuk. Da fällt mir ein, Euphemia ist hier, um sich die Sterne anzusehen. Die Sterne haben schon immer wundervolle Geschichten inspiriert. Ich höre sie mir nur zu gerne an. Euphemia weiß mehr über die Sterne und ihre Geschichten als sonst jemand. Fragt sie doch mal danach. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. Dankeschön. Und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing. Jawohl, wir wollen heute ausnahmsweise wieder eine kürzere Folge haben. Nachdem gestern wieder volle Kanne lang war. Das Outfit schaut immer noch cool aus. Serenade hat uns was geschenkt. Noch einmal vielen Dank, dass ich Ihren Traum in meinen Sammler aufnehmen durfte. Ich hoffe, das Geschenk sagt Ihnen zu. Rosi. Wenn ich so im Auto lese, dann wird mir immer schlecht. Immer. Ich komme nicht weiter, bis das war einmal. Und dann ist da mein Mittagessen, wo es nicht sein soll. Aber Kaugummi hilft total. Oh Mann, die Arme. Kenne ich gut das Gefühl. Kenne ich tatsächlich gut. Traumsterni-Coupon. Okay. Ich muss aber sagen, die Bäume sind so schön einfach. Das ist Wahnsinn. So, da starten auch gleich mal eine neue Serie. Und da liegt schon das erste Fossilium. Raus damit. Kirschblüten müssen wir noch fangen, wir brauchen das Picknick-Set. Und es ist noch jemand da, den wir brauchen. Das ist super, dass der da ist. So, lass uns mal kurz da reingehen. Wir haben Baseball-Uniformen. Adelsrobe. Oh. Dann die ausgeschossen, dazu perfekt. Mafia-Hut. Jordi LaForge. Ja, ja, Hauptsache das ist das absolut perfekte Monokel. Okay, nee, heute haben wir nichts. Weil wie gesagt, die Baseball-Uniformen haben wir schon. Nächstes Mal vielleicht wieder, genau. Sag mal. Da hat sich was in meinem Halse verfangen. Wo schon beim Adelsding sind. Oh, hallo Max. Bleib sitzen. Fehlt der Volleyball noch. Generell ein bisschen Gartenausrüstung ab und zu noch an manchen Ecken. Hallo Gerd. Das ist nicht das, was ich gerne hätte von dir. Danke dir, brauchen wir leider gar nichts. Ah, das ist Zara.
wusste gar nicht, dass man da hinten durchlaufen kann. Siehst du? Ich lerne noch dazu. Apollo wieder am Fischen. Nee, er genießt. Er genießt diesen wundervollen Ort hier. Alles gut. Da müssen wir auch noch Bänke hinstellen. Lady Liberty. Müsste eigentlich Apollo richtig gut gefallen, dass da Lady Liberty steht. Jausen, was denn das? Hygienehaube, Digga, what the fuck? Die müsste heute eigentlich auch wieder kaputt gehen. Ob wir das wollen oder nicht, da haben wir, glaube ich, diesmal nicht viel Wahl. Die wird uns zerbrechen diesmal. Genau, und da müssen wir irgendwie wieder was Cooles machen. Ja, das kriegen wir, glaube ich, hin. Da liegt noch ein Osterei. Damit habe ich jetzt weniger gerechnet. So, jetzt haben wir das Pickaxe gleich vollständig. Wir könnten hier so ein großes Blumenfeld anlegen, wo wir die einzelnen Blumen nacheinander sammeln, so wie wir es brauchen. Und war nicht, oh, da unten war doch noch ein Ding, die haben wir jetzt komplett vergessen, siehst du? So, da haben wir jetzt gleich was vergessen. Ich fällt gerade auf, dass die Sakura-Bäume dunkler sind.
Da ist der Baumstamm dunkler. Euphemia. Schönen guten Abend. Sind die Sterne nicht wieder ein Gedicht? Fast vergessen. Ich habe mir die Tage eine Anleitung für ein tolles Astronomieprojekt abgeschrieben. Darf ich sie vielleicht geben? Womöglich baust du es ja und sagst du dann vielleicht Bescheid und... Na, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß noch diese Nacht, so wie ich ihn haben werde. Sternenkapuze. Jetzt bin ich gespannt, was das ist. Okay. Lass mal so dahingestellt. Der heilige Stein des Geldes. So, 10 Kirschblüten. Fangen kann. Ja, ich hab's mir gedacht. Schon gut, lass sie sausen. Ich hatte es ja schon befürchtet. Wir müssen hoffen, dass was ist, was wir noch nicht haben. Und wir haben viel Glück. Chrysanthemen-Türkranz, den haben wir noch nicht. Na gut, dann würde ich sagen. Hm.
Oh nein. Ich will noch einen Picknickkorb dazu jetzt. Aber ja, von denen können wir mehr machen. Dass wir praktisch ein paar Picknickstellen haben. Sehr schön. Mal kurz schauen. Rathaus kann ich den gegen Meilen einlösen. Okay, den Traumstern, die Coupons, ist gut, dass wir ihn nicht verkauft haben.
So, dann schauen wir mal. Könnten wir tatsächlich mitnehmen. Die ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Okay, also doch 5000 Meilen, nicht 5000 Meilen, sondern 5000 Sternis ist der Wert. Ja, dann lösen wir ihn morgen ein, das passt schon. So, dann nehmen wir jetzt hier den Ding noch mit. Den Gyroiden. Und dann ab nach Hause. Genau. So. Brauche immer noch Stühle. Ich möchte irgendwie so Antikstühle haben, also so fancy Stühle diesmal. Schick mal dich mal ins Lager. So, jetzt pass auf.
Ah, die KK-Songs, das schaut jetzt ganz gut aus, glaube ich. So, da haben wir auch einiges angesammelt. Genau, dann passt's. Super, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich sage Ciao mein V, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis denne, Tschüssikowski.